Judentum mit Ravi. Shalom. Heute werden wir über Schlangen reden. Sie haben sich zwar nicht für die National Geographic Kanal entschieden, aber wir werden gleich sehen, wie es unser Leben als Juden beeinflusst. Schlangen. Unsere Parasha, Parashat Chukat, das ist eine deutliche Parasha in der Geschichte, den Auszug aus Ägypten Richtung Israel. Weil in unserer Parasha, wir springen vorne 38 Jahre von die letzte Parasha, Korach, mit der Geschichte, wie Korach rebelliert und Moschee, also den Amt von Moschee in Frage gestellt hat, bis die Zeiten, die letzten Tage als Moschee als Anführer Israels. Also als die standen an die Grenze von Israel, ein paar Tage vor die reingekommen sind. Und unser Parasha fängt mit einer sehr, sehr bekannten Mitzvah, Mitzvah Para Aduma, das rote Kuh. Rotes Kuh ist doch eine der berühmtesten Mitzvot, obwohl es heute gar nicht keiner erfüllt ist. Wir können es gar nicht erfüllen, solange dass unser Beit HaMikdash, ein heiliges Tempel, existiert nicht. Aber es ist eine der bekanntesten Mitzvot ist, weil gehört es zu einer Kategorie Regeln. Deswegen unser Parasha Chukat bedeutet Regeln. Wir tun es, egal ob wir das verstehen oder nicht. Und wirklich mit dieser Mitzvah von Rotes Kuh, auch Rashi, das größte Kommentar unserer Torah, hat Schwierigkeiten damit, es gut zu verstehen. Aber wir haben doch gesagt, wir reden über Tiere, aber zwar nicht das rote Kuh, sondern Schlange. Nach der Geschichte, nach 38 Jahren in der Wüste, die Juden waren im 40 Umsteigenorte. Also die mussten alle paar Wochen oder Monaten in einem Ort kommen, wo die geparkt haben, die Mishkan, das Stiftzelt, wiedergebaut. Und die haben manchmal einen Tag, paar Tage, paar Wochen geblieben, bis die weiterhin an das zweite Ort gekommen sind. Wir können uns vorstellen, 40 Orte, langsam 40 Jahre, langsam wird es schwierig. Und während dieser Jahre, obwohl die Juden haben alles von Gott bekommen, die hätten vorne diese Wolkensäule, die die geschützt hat und den Weg gezeigt hat, hinten haben die auch eine Wolkensäule und die haben auch täglich Essen, also frisches Essen von Gott bekommen, kostenlos. Aber trotzdem, die haben sich gemeckert. Und das sehen wir immer wieder. Die Geschichte mit Korach, die Geschichte mit dem goldenen Kalb. Und kurz bevor die rein in Israel kommen, die meckern sich über das Wasser. Miriam ist gestorben. Und Miriam hat sich immer gekümmert um das Wasser. Beirasche Miriam, das Wasserquelle von Miriam, hat die Juden von Ägypten nach Israel begleitet. Und nachdem das Miriam gestorben ist, keiner wusste, wie können wir uns Wasser holen. Miriam ist nicht mehr da. Und die wenden natürlich an Moshe und Aaron. Moshe und Aaron warten, vielleicht kommt das Wasser irgendwie, aber es kommt nicht. Dann suchen die es nach und die finden einen Stein. Die haben es vermutet, dass es das Wasserquelle von Miriam ist.
aber das Wasser kommt nicht raus. Moschee hat einen Stein geschlagen und er wurde dafür bestraft, dass er wird rein in Israel nicht kommen. Nachdem dass also die Juden immer wieder gegen Gott gemeckert und beschwert haben, die haben wieder beschwert, dass das Essen, die Manne, die auch täglich von Himmel bekommen, das Brot wird nicht gut verdaut. Die hätten Bauchschmerzen gehabt und die Tora erklärt uns, dass es nicht, es wurde nicht verursacht von den Manne, von den, das Essen, die gegessen haben, sondern dass die so schnell gegangen sind, die haben 7 Umsteigenorte auf einmal gegangen und die hätten keine Energie mehr und deswegen hätten die auch Bauchschmerzen gehabt. Aber die haben sich beschwert, dass das Essen wird nicht gut verdaut. Und Gott reagiert einmal wieder sehr, sehr stark und hat gesagt, guck mal, wenn ihr braucht meine Wunder nicht, dann ich lasse euch an das Natur. Was passiert, wenn viele Menschen zusammen sind in der Wüste? Da kommen bestimmt die Schlange, die Skorpionen und andere Tiere und lasst uns sehen, wie ihr werdet an reagieren. Und tatsächlich erzählt uns die Parascha, wie die Schlange kommen und ganz viele davon, die haben die Juden natürlich gebissen und langsam sterben die Juden einen nach der anderen. Und dann wenden die an Gott und schreien, bitte um Verzeihung, wir haben eine falsche Einstellung gehabt, wir waren wieder falsch, wir sollten Gott vertrauen. Und dann schlägt Gott an Moschee eine, wir können uns vielleicht sagen, eine Impfung gegen dieses Problem. Diese Impfung wird auch bis heutzutage auch benutzt. Und wir reden nicht über BioNTech oder AstraZeneca oder Moderna oder egal was, sondern es schlägt sich vor, dass du sollst eine Kupferschlange bauen und legen sie es auf einer hohen Säule in der Mitte des Volkes. Also wo die da waren, dann nimmt eine Kupferschlange und lege es auf eine Höhensäule in der Mitte da. Und natürlich stellt man die Frage, was für eine Impfung ist, was für eine medizinische Lösung ist, eine Schlange darzustellen. Heutzutage wissen wir doch, wenn ein Mensch von einer Schlange gebissen ist, er muss auch wissen, welche Schlange es war, weil man nutzt die Schlange, um der Mensch zu retten. Weil man nutzt genau das. Aber da war es ein anderer Grund. Aber wir wissen doch, dass der Schlange hat keine gute PR bei uns. Nach jüdischer Auffassung, nach jüdischer Sicht, ist der Schlange das gerissenste und korrupteste Tier. Wir erinnern uns noch an die Schlange kurz nach der Erschaffung der Welt, als Adam und Eva im Gan Eden standen. Die waren miteinander beschäftigt, die haben sich vor kurzem kennengelernt und er kommt und er spricht Eva von das verbotenes Baum zu essen. Vermutlich kennt ihr auch den Begriff Schlangenhaut. Das bedeutet also, alle solche Sachen zeigen uns eine sehr, sehr geringste und korrupteste Tier, die wir dann haben. Und kann sein, wenn wir es auf einer hohen Säule stellen, kann es das Problem lösen? Und genau diese Frage stellt man die Mishnah im Traktat
Rosh Hashanah. Vechi nachash memit und nachash mechaye. Stellen die Tanaiten die Frage, ist der Schlange tötet Menschen und redet Menschen? Das macht doch Gott. Ela erklärt uns die Mishnah, wenn die Juden nach oben gucken, um an die Schlange zu gucken, dann erinnern die an Gott und dann machen die Tshuva, die kehren dann zurück zum Gott. Aber dann, wenn es der einzigste Grund war, dass die Juden nach oben gucken sollen, warum der Schlange? Wir können doch eine, keine Ahnung, Mezuza, Torarolle, schönes Bild, egal was. Und die Juden werden ebenfalls da oben gucken und an Gott erinnern. Warum die Schlange? Interessanterweise, wir sehen es auf dem Logo von vielen medizinischen Einrichtungen, Institutionen in der Welt, dass sie nutzen immer noch der Schlange. Der Schlange ist doch geworden, also die Güten der Medizin. Man denkt, dass der Schlange bringt auch Medizin, bringt auch Erhöhung. Und das ist falsch, weil der einzigste Grund, dass man die Schlange benutzt hat damals, ist, dass die Juden erinnern sich an Gott. Nicht nur, dass die Griechen später daran geglaubt haben, sondern es hat auch zwischen uns, die Juden, passiert. Während der Zeit, Leute haben sich vergessen an die ursprüngliche Geschichte und die haben gedacht, dass der Schlange hat magische Kräfte, bis man hat an der Schlange, an diese Kupferschlange, das Moschee selber gemacht hat, man hat ihm als Götzen gedient. Und Chizkiyahu, Amelech, der König Chizkiyahu, viele Jahre später, hat entschieden, diese Kupferschlange zu vernichten, also wegzuschmeißen, damit es wird nicht mehr als Götzen auch für die Juden sein. Wir können uns aber vorstellen, also kommt doch, wir haben vorher auch diese hauptste Thema unserer Parasha, das rote Kuh. Und wir wissen doch, dass das rote Kuh laut einigen Kommentaren kommt als eine gute Antwort, als was die Juden mit dem goldenen Kalb gemacht haben. Weil man sagt bei den Kommentaren, weil die Juden den goldenen Kalb gegen Gott gesündet haben, kommt die Mutter, das rote Kuh, und verzeiht für die Menschen. Aber keiner wird denken, diese rote Kuh oder diese goldenen Kalb irgendwo auf einer hohen Säule zu stellen, damit die Leute das an Gott erinnern. Dann wie gesagt, warum hat das Moschee gemacht? Und wenn das einzigste Grund war, damit die Juden zum Himmel gucken und an Gott erinnern, man konnte auch eine andere Sache auswählen, zum Beispiel eine Torarolle, ein Bild oder ein Mezuzah oder egal was. Die Idee ist kurz und klar. Die Juden haben sich gedacht, wir haben doch den goldenen Kalb gemacht. Aber was haben wir seitdem gemacht? Nichts. Wir haben gar nicht gemacht. Wir haben nur gesprochen. Bei der Kundschafter, bei der 12 Spionen. Wir haben nur über das Land gesprochen. Gar nicht aktiv gemacht. Wenn wir über das Essen, dass das Brot, das mit dem Manne, wird nicht verdaut, wir haben auch nur gesprochen. Wie schlimm kann es sein, wenn man einen Mensch spricht? Und warum folgen so schwere und starke Konsequenzen? Und auch als die Juden über das Wasser gesprochen haben, dass das Wasser bitter war, auch, wir haben nur gesprochen. Und deswegen hat Gott der
Schlange ausgewählt. Weil der Schlange durch, als er bei der Erschaffung der Welt mit Eva gesprochen hat, hat nichts Aktives gemacht. Er hat nur Chava, also Eva, überzeugt, von dem Baum zu essen. Er hat das selber nicht gegessen. Er hat selber gar nicht gemacht, sondern nur gesprochen. Und er hat es verursacht, dass kam Tod zur Welt und Leiden und alle schlimme Sachen. Und Gott wollte die Juden zeigen, wenn man spricht, können auch ganz schlimme Konsequenzen folgen. Und dann muss die auch ein bisschen daran denken. Wir werden nun an eine kurze Geschichte erinnern. Es gab mal Nathan Sharansky, er ist sehr, sehr bekannt. Der war auch ein Politiker in Israel, aber vorher, im Jahr 1976, er wollte nach Israel, also er war in der Sowjetunion damals, und er wollte nach Israel emigrieren. Seine Frau, Avital, hat diese Immigrationsbestätigung bekommen und ist auch den Weg gemacht und hat auf ihn in Israel gewartet. Aber er, kurze Zeit nachher, er war der Sprecher des eine Gruppe von, die heißt Gefangene von Zion, und er hat gegen die also für Israel und für den Zionismus auch gesprochen. Also in diesem Jahr 1976, er wurde verhaftet und verurteilt für 13 Jahre in einem Arbeitslager. Und er wurde verurteilt für Verrat, Spionage für die USA und Anti-Sowjetunion-Propaganda. Und er war dann 13 Jahre im Gefängnis, im Arbeitslager, bis er endlich nach Israel kommen konnte. Können uns vorstellen, die Frau ist in Israel, er ist alleine da. Und er suchte irgendwelche Quelle für die Hoffnung. Und einmal bekommt er einen Brief von seiner Frau Avital, und sie erzählt ihm: Es tut mir leid, aber dein Vater ist gestorben. Und dann, sie schickt auch damit eine sehr, sehr kleine Tehilim, Buch, Psalm, und sie schreibt: Also bis jetzt hat dieses Buch mir begleitet, ich glaube aber, du brauchst es mehr als ich. Er versucht es zu lesen, konnte aber kein fließend Hebräisch lesen, und es war auch sehr, sehr klein. Dann Zeit hätte er ganz viel, hat dann Papiere genommen und jede Buchstabe, jedes Wort auch groß geschrieben. Und er liest jetzt ganz, ganz langsam. Und dann liest er einen berühmten Satz aus dem Psalm: Gam ki elech begeit salmavet, lo ira ra ki ata imadi. Auch wenn ich bin, also David der Melech, König David schreibt, auch wenn ich in die schlimmsten Orte bin, ich werde keine Angst haben, weil ich weiß, dass du, Gott, mit mir zusammen bin. Ich weiß, dass alles, was ich tue in meinem Leben, du wusstest das, und es gibt einen Grund dafür. Und dann hat er gesehen: Moment, ich sitze hier doch im Arbeitslager allein, die Familie sind doch in Israel, aber es gibt einen Grund hier. Ich spiele eine Rolle hier. Ich bin ein Soldat von Gott. Und das hat ihm natürlich seitdem hätte er keine Zweifel gehabt, und er wusste, ich tue was ich tun muss. Und genau das hat auch Gott an Moshe gesagt, er soll den Kopf der Schlange auf einer hohen Säule stellen. Weil die Juden hätten Zweifel gehabt. Die waren die Schlange auf dem Boden gesehen. Die mussten jeden Tag die Verstorbene irgendwie zu begraben. Aber als das da oben stand und die haben an Gott erinnert, die haben gesagt: Moment, es gibt einen Grund hier. Die Schlange, obwohl das ist
Tod und Leiden bringt, es gibt einen Grund hier. Und das sollen wir uns nicht vergessen. Wenn wir uns erinnern, dass alles, was im Leben passiert, gibt es einen Grund dafür, dann manchmal die schlimmen Sachen selber, wie die Schlange, werden auch als Impfung, als Antikörper für uns funktionieren und so werden wir dann nur Gutes erleben. Vielen Dank.